Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück. Ich muss meinen Sound. Oh, ätzend, ey. Sound regulieren. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. The Binding of Isaac Afterworld Plus. Wir haben keinen Winstreak dazu bekommen. Und spielen jetzt eine Runde mit Apoleon. Starte natürlich mit einem behinderten Zacki-Zacki-Raum. Okay. Indem ich hoffentlich nicht getroffen werde. Nein, wurde ich nicht. Okay, eine Treubombe. Schade. Ich habe auch erhofft, dass wir irgendwie noch was Besseres gedroppt bekommen. Noch irgendwas Cooles. Aber keine Treubombe, Mann. Huh. Okay, nice. Okay, sehr gut. Ein Schlüssel ist schon mal schön. Ein Raum voller Fliegen ist nicht so schön. Aber gut, packen wir. Ja, ich hoffe, wir kriegen ganz coole Items, die wir mit The Void einsaugen können. Da ist der Boss. Machen wir den Boss jetzt schon? Nein, ich will erstmal den Itemraum suchen. Gucken wir erstmal, ob der hier beim kleinen Raum ist. Nein, ist er nicht. Natürlich nicht. Warum sollte er auch? Oh Gott. Da ist aber ein blauer Stein. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Bombendrop. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Hätte die nicht unten spawnen können. Manu. Schade, schade. Wir haben auch leider keine Münzen, wodurch wir leider auch keine Bombe im Shop kaufen könnten. Aber, naja. Hoffen wir einfach, dass wir noch eine Bombe bekommen. Irgendwie Bomben-Item, Itemraum oder so. Gucken wir gleich rein. Ein Herzchen, das ist schon mal sehr schön. Herzchen ist immer gut. Und jetzt gucken wir hier rein, komm. Ah, nee, will ich nicht aufheben. Der klaut mir mein ganzes Geld. Saugen wir ein. Bekommen Speed up und... Okay, Shot Speed ein bisschen hoch. Gucken wir nochmal rein. Blaues Herzchen, Slot Machine. Ah. Mann, ich will eine Bombe. Ich will doch einmal nur eine Bombe. So, gucken wir, ob hier noch ein bisschen Geld drin ist in den Kackhäufchen. Komm schon. Irgendwo. Bisschen Geld. Können wir uns jedenfalls das blaue Herzchen kaufen. Komm. Ey, komm schon. Echt? Kein Geld? Nirgends? In keinem Kackhaufen? Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Alter. Okay, Little Horn, den bekommen wir eigentlich ganz gut hin. Schätze ich mal. Am besten macht er gleich seinen Angriff, wo er die Bomben spawnt. Damit er sich selber besiegt. Oder er rennt ins Feuer. Oder fliegt ins Feuer. Da ist der Bomben-Spawn-Angriff. Aber es hat leider nicht funktioniert. Schade. Wir haben kein Damage. Und diese Kugeln nerven übel. Aua, scheiße. Dass ich da getroffen wurde, war ein bisschen dumm. Ein bisschen sehr dumm. Nein! Uhu! Dass ich da nicht getroffen wurde, wundert mich gerade ein bisschen. Aber alles klar, sehr geil. Komm schon. Komm doch. Oh, spawn doch bei einer Bombe, du Arsch. Okay. Ich mach das ganze Feuer aus, das ist nicht gut. Das war übel uncool. Konnte ich nicht ausweichen, Mann. Ich will jetzt nicht an Little Horn sterben, ey. Der ist so easy. Da kann ich nicht dran sterben. Ja! Sehr geil, wir haben die Bombe geschafft hinzukicken zu ihm. Wirecode Hanger, das ist sehr geil. Das haben wir erst freigeschalten. Mein Sound muss ich nochmal ein bisschen leiser drehen. Blaue Herzen kriegen wir leider nicht. Jetzt ist mein Sound zu leise. So, jetzt ist er gut, glaube ich. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay, okay. Eine Pille. Kein Schaden vor Explosion, ne? Ne, Flaming Tears. Oh, kacke, das war dumm, glaube ich. Scheiße. Telepilz. Oh, instant im Bossraum, dein Ernst. Ich habe kein blaues Herzchen, nichts. Aber egal, Flaming Tears regeln. Die explodieren manchmal, das ist halt ein bisschen problematisch. Das heißt, wir müssen übel auf Abstand gehen. Okay. Aber sie sind halt eigentlich auch ganz gut. Sie zünden halt den Gegner manchmal an und machen schön Schaden an sich. Ist halt ganz geil. Oh Gott, oh Gott. Und wir bekommen Speed Up und Size Down. Eine... Scheiße. Ich hoffe, der Devil Deal ist noch offen. Scheiße. Scheiße. Ich hoffe, der Devil Deal ist noch offen. Kacke. Das war dumm, dass ich die Pille einfach eingesetzt habe, ohne zu gucken, was das für eine Pille ist.
Das war übel dumm. Aber komm. Nein. Okay, komm. Komm her. Komm her. Komm her jetzt. Spring zu mir. Nein, ich hab... Oh, ich wollte hoffen, dass er explodiert. Aber wir haben eine Bombe bekommen. Und Head of the Keeper setzen. Nehmen wir mit. Nehmen wir gerne mit. Oh, scheiße. Ich dachte blau... Oh, ja. Schönes Trinket. Das Trinket ermöglicht uns, dass wir goldene Truhen ohne Schlüssel aufmachen können. Das ist ganz geil. Das ist echt ganz geil. Wir gehen erstmal wieder zum Boss, um zu hoffen, dass er... Ja, dass der Devil hier noch offen ist. Obwohl, nein, wir suchen jetzt erstmal blaue Herzchen. Das macht viel mehr Sinn, ne? Das macht viel mehr Sinn. Dafür brauchen wir eine Bombe. Ich hoffe, hier ist eine... Nein, hier ist natürlich keine Bombe. Shit. Gucken wir mal hier rein. Dorf Harz. Okay. Ja, hoffen wir, dass irgendwie eine Bombe droppt irgendwann. Nein! Oh, genau in dem Moment, letzter Schuss explodiert, natürlich. Natürlich, aber wir haben eine Bombe gedroppt bekommen. Ist ganz geil. Okay, Monstro, gut. Noch eine Bombe, sehr schön. Oh, das ist schön. Da dürfte wahrscheinlich der Geheimraum sein. Aber wir machen das erstmal so. Zack. Nice. Sehr geil. Zwei blaue Herzchen und jetzt gehen wir weiter. Und hoffen, dass der Devil dir noch offen ist. Auch wenn die Chance wahrscheinlich... Ja, die Chance ist wahrscheinlich viel zu gering dafür. Das war natürlich dumm. Das war übel dumm. Jetzt war da wahrscheinlich irgendwie Abaddon oder so drin. Das wäre geil. Oh Mann, ey. Oh Mann. Hier ist der Seed, falls ihr auch mal mitspielen wollt. Das könnte ich auch mal mir angewöhnen, am Anfang des Parts oder am Anfang des Runs zu machen. Den Seed zeigen, falls ihr auch spielen wollt. Diesen Run. Okay. Oh Mann. Wir bräuchten Pyromaniac. Komm. Nein, er ist nicht mehr auf. Mann. Scheiße. Nein, dann gehen wir noch in Zacki-Zacki-Raum kommen. Vielleicht ist da ja Goathead drin. Das wäre ganz geil. Damit wir den Devil Deal vielleicht doch noch bekommen. Das Feuer löschen wir mal. Schade. Oder irgendein Item drin, was wir aufsaugen können. Das wäre auch ganz cool. Oder sowas. Oh, geil. Oh, ja. Oh, geil. Das ist richtig geil. Schön viele schwarze Herzchen bekommen und blaue Herzchen auch noch dazu. Hier ist nichts mehr wirklich. Okay. Wollen wir noch den Geheimraum suchen? Ich guck mal, ob der Geheimraum hier ist. Turf Arzt einfach mal einsetzen. Ja, der Geheimraum ist da. Und wir können jetzt mehr Trinkets tragen. Sehr geil. Schönes Item. Sehr schönes Item. Und jetzt hier mal eine Bombe legen. Und hier nochmal eine Bombe legen. Schade. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht den Magic Mushroom bekommen. Aber leider nicht. Okay, so, ja, was machen wir? Was machen wir? Mann, der Devil Deal. Ha. Oh. Mann. Das regt mich gerade ein wenig auf. Und wir haben jetzt auch nur noch eine 33%ige Chance, einen Devil Deal zu bekommen. Oder beziehungsweise einen Deal zu bekommen. Das war dumm. Scheiße. Ich verliere meine Herzchen wieder. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Eindeutig nicht. Oh Gott, das ist explodiert. Aber durch Head of the Keeper haben wir halt die Möglichkeit... Oh, scheiße, schön. Was? Das einmal, zack, zack und rausporten. In den Geheimraum, nice, Pillen. Tears up! Telepilz. I'm drowsy, okay. Wir behalten mal die Telepille. Damit wir die Möglichkeit haben, auf dieser Ebene in den Errorraum zu kommen. Denn da können auch manchmal schöne Items drin sein. Und das wäre ganz geil, wenn wir da irgendwie ein cooles Item bekommen. Ja, Head of the Keeper hat die Möglichkeit, Münzen zu droppen, wie ihr gerade gesehen habt. Weil wir auch Münzen schießen. Das ist sehr geil. Das heißt, wir haben möglicherweise keine Geldprobleme. Okay, sehr gut. So, den hier. Da ist doch noch einer, genau, da ist noch einer. Und da unten ist noch einer. Gehen wir mal hier rein. Shop. Ich würde das Item da gerne haben. Das heißt, wir hoffen, dass wir noch ein paar Münzen bekommen. Wäre auf jeden Fall ganz cool, weil dann haben wir die Chance, beziehungsweise dann kriegen wir immer Doppelbomben gedroppt. Und das ist schon ganz geil. Aua, scheiße, die rote Spur habe ich nicht gesehen. Oh, diese neuen Gegner, ne? Ich muss mich noch mit diesen neuen Spinnen da anfreunden, sag ich mal. Oh Gott, oh Gott.
Komm, Kettenreaktion. Nein, schade. Oh, doch. Sehr geil. Schön. Noch eine Bombe. Anti-Gravity-Tiers. Nehmen wir mal mit. Ein bisschen Tiers abbekommen wir dadurch ja auch. Jetzt bleiben die Tränen nämlich hängen, wenn wir den Knopf nicht drücken. Wir können auch normal schießen, indem wir einfach den Knopf, also den Tränenschussknopf spammen. Aber wenn wir halt den Knopf gedrückt lassen, dann bleiben die Tränen halt in der Luft. Mit Brimstone empfehle ich das Item nicht unbedingt, weil das echt anstrengend werden kann. Ihr setzt halt euren Brimstone einfach irgendwie in die Luft. Und wenn ihr Pech habt, steht der Gegner dann nicht mehr da und dann trefft ihr ihn nicht. Das ist ziemlich dumm. Okay, ich muss irgendwie... Ja, ich bin nicht so der Anti-Gravity-Tiers-Pro. Deswegen... Ja. Wundert euch nicht, falls ich übel scheiße mit diesen Tränen spiele. Aber ich bin immerhin glücklich darüber, dass wir normal schießen können. Relativ normal. Ich muss halt nur die ganze Zeit diesen Knopf spammen. Was ein bisschen nervig ist. Aber egal, werden wir schon überleben, würde ich sagen. Aber wir brauchen noch ein paar Münzen. Tour of Hearts schon wieder. Was soll ich denn mit Tour of Hearts? Range down. Nein. Aua. Ach nee, das obere ist ja Range. Stimmt, nicht Shot Speed. Das habe ich im... Oh. Stimmt. Komm schon, ein bisschen... Oh, da will ich rüber. Aber wir müssen noch den super Geheimraum suchen. Oder? Ja, sehr geil. Rote Herzen, toll. Hätten wir jetzt Sack Bam, Alter. Das wäre geil. Okay. Machen wir erstmal dieses Ding hier weg. Okay, das ist besiegt. Und die auch. Oh nein. Ah! Einfach mal hier ein bisschen Anti-Gravity-Tiers spielen lassen. Zack. Zack. Aber wir bekommen übel viel Geld. Das ist ganz geil. Zack. Okay. Zack. Okay, er schießt nicht. Jetzt normal ein bisschen schießen wieder. Okay. Haben wir. Nice. Bekommen wir einen Devil Deal? Nein, wir bekommen... Oh Mann, kein Deal. HP und Luck Up. Immerhin etwas. Dann gehen wir jetzt noch in den Shop, denn ich würde dieses Item gerne haben. Zack. Zack. Und... Telepille. Nicht Errorraum? Was? Haben wir irgendwas vergessen? Nee. Oh Mann. Oh, ich dachte, die Telepille... Oh. Schade. Ich dachte, die Telepille teleportiert uns exakt in Errorraum, wenn wir alle Räume bekommen haben. Aber leider nein. Leider nein. Oh Gott. Okay. Nice. Kettenreaktion. Oh, das ist super. Was haben wir hier? I'm excited. Das macht den Raum schneller, indem wir diese Pille einsetzen. Also alle Gegner schneller. Okay. Oh nein. Oh. Ich verliere zu viele Herzen. Das war... Da war... Oh, da hatte ich Glück, dass die Träne nicht explodiert ist. Die wir da noch geschossen haben. Zwei rote Herzchen. Wir gehen mal in den Arcade Room. Game Kit freigeschalten. Cool. Oh, an ihm hier würde ich spielen. Okay. Drop was. Oh, Pille. Was ist das? Hematemesis. Oh, geil. Das ist sehr gut, wenn wir an ihm spielen hier. Missing Page 1. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Geld. So. Ah, halbes Herz, lass ich noch übrig. So, die beiden spreng ich mal. Zack, sehr geil. Das Herz nehmen wir mit, das spreng ich und dann können wir hier noch zweimal dran spielen. Sehr gut. Oh, ein Dime, geil. Okay, Geld haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal genug. Den Boss Rush kriegen wir, glaube ich, nicht. Da waren noch zwei Herzen, das können wir dann am Ende der Ebene nochmal machen. Daran spielen. Ist das wieder eine Telepille? Ich glaube schon, oder? Nee, Range Down. Oh Gott. Nee, dich will ich nicht haben eigentlich. Range Down ist nicht so geil. Oh Gott. Oh Gott, geil. Doppelbomb. Doppelbomb. Doppelbomb, ja.
Haben wir irgendeinen Curse? Ich weiß es gar nicht. Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Nee, kein Curse. Okay. Ich muss mal rein nach vorne gehen. Oh Gott, das war knapp. Meine Range ist halt, also unsere Range ist halt übel scheiße. Irgendwie. Da oben ist der letzte. Komm. Ich hab ich doch gleich endlich mal. Danke. Zwei Bomben wieder. Okay, gehen wir erstmal hier oben lang. Hupa. Zack. Nochmal zwei Bomben. Okay, Bombenprobleme dürften wir auf jeden Fall nicht mehr haben. Bald. Nee, auf keinen Fall haben wir Bombenprobleme. Okay. Da ist noch einer. Okay, nice. Nein. Erstmal gehen wir in den... Uah. Nehmen wir das Item mit? Das Item nehmen wir mit. Big Beautiful Fly. Ist ganz cool. Nee, die Truhe öffnen wir jetzt nicht. Später können wir noch in den Zacki-Zacki-Raum gehen, denn wir haben eine Chariot-Karte. Dadurch kommen wir entweder kostenlos rein oder raus. Ich werde sie lieber einsetzen, wenn wir drin sind, denke ich. So, komm. Wir haben halt echt scheiß Damage, Alter. Ja, die Big Beautiful Fly fliegt halt im Raum herum und wenn sie einen Gegner trifft, dann explodiert sie, soweit ich das weiß. Dürfte eigentlich die Fliege sein, ja. Das ist eigentlich ein ganz nettes Item. Wir nehmen aber erstmal das blaue Herzchen mit. Spreng den Keeper mal. Nehmen die Biggie, ja, nehmen die Piggy Bank mit, nehmen uns noch einen Schlüssel mit und spenden nochmal ein wenig. Zack, zack. 5 Münzen behalten. Oh Gott. Seht ihr, da ist er explodiert und hat den einen Larry Jr. einfach weggefetzt. Oh Mann. Also es wäre schon ganz geil, wenn wir einen Deal auf dieser Ebene bekommen würden. Devil oder Angel Deal ist eigentlich egal. Hauptsache ein Deal mit einem coolen Item. Es wäre schon geil. Aua. Damn. Haben uns weggesprengt. Fuck. Aber, Alter, wir kriegen so viel Geld. Das ist so geil. Wuhu. Diese Gegner sind halt ätzend. Boah. Zack. Fledermäuse, okay. Am besten in der Nähe der Pilze sprengen. Oder töten. Damit wir vielleicht sie sprengen. Moment, irgendwie... Egal. Am besten in der Nähe der Pilze angreifen. So, damit wir vielleicht eine Sprengträne haben, die die Pilze wegsprengt und wir den Magic Mushroom bekommen. Wäre ganz cool. Aua! Na! Scheiße! Ich krieg so viel Schaden. Das ist unglaublich. Ein AP-Upgrade. Wir gehen erstmal in Devil Deal. The Pact. The Pact nehmen wir natürlich mit, Leute. Gibt uns auch nochmal ein paar blaue Herzchen. Zwei, glaube ich. Und das saugen wir einfach mal ein. Wir haben Shortspeed abbekommen. Ist gar nicht mal schlecht. Und jetzt will ich gerne nochmal in den Zacki-Zacki-Raum reingehen. In der Hoffnung, dass wir da noch irgendwas Cooles finden. Den Boss Rush haben... Ja, den Boss Rush packen wir eh nicht. Deswegen können wir uns Zeit lassen. Und... gut, dass da ein Stein war. Ich werde jetzt voll reingerannt, Alter. Hier könnte der Geheimraum sein. Oh, warte, oder ist er neben dem Zacki-Zacki-Raum? Das wäre natürlich übel geil. Nein, schade. Reingehen. Okay, oh, nice. Schönes silbernes, silberblaues Herzchen. Und wir müssen die Chariot-Karte nicht mal einsetzen. Sehr geil, wir kommen in die nächste Ebene. Sehr cool, das war cool. Das ist sehr cool, sehr cool. Oh. Zack. Zack. Und zack. Oh. Schlüssel, schön. Noch ein Zacki-Zacki-Raum, in den wir gleich reingehen können. Aua. Oh, warum habe ich die Flaming Tears mitgenommen? Ich dachte, das war Pyromaniac. Scheiße, ey. Oh, gut. Wir gehen rein. Blauherzchen, sehr geil. Sprengen für Bomben und Schlüssel. Sehr geil. Und Pillen. I'm drowsy. Was ist das? Pretty Fly, sehr geil. Chariot-Karte einsetzen, Pille mitnehmen und rausrennen. Sehr geil. Übrigens, was die Piggy Bank macht... Oh, schön, Mystery Sack. Immer wenn wir getroffen werden, spawnen wir Münzen. Ja.
Das ist eigentlich. Also Geldprobleme werden wir jetzt auf jeden Fall keine mehr haben. Wir haben zwei Items, die uns Geld bringen. Das ist, ja, schwer jetzt noch Geldprobleme zu bekommen. Zu haben. Oh Gott, oh Gott. Okay, einen Drowsy können wir beim Boss am besten einsetzen. Oder uns irgendwie, weiß ich nicht. Oder in irgendeinem Raum, der übel abfuckt. Komm, Portal geht kaputt, Portal geht kaputt. Ja, es ist kaputt, okay, nice. Sehr gut. Und da ist ein Blaustein, ich habe ich gesehen. Was haben wir hier? Range Stone. Nein, ich will Range Stone immer noch nicht mitnehmen. Mehrere blaue Herzchen, sehr geil. Au! Aber ein blaues Herzchen bekommen. Durch den Mystery Sack, glaube ich. Okay. Nice. Sehr schön. Nächster Raum. Oh. Nicht schon wieder diese Spinnen. Und den werde ich eh wieder getroffen. Durch irgendwas, glaube ich. Also, Pyromaniac wäre jetzt echt geil. Kein Schaden mehr von Explosion bekommen. Wir gehen noch nicht in den Boss. Ja, Depths 1, okay. Könnten wir eigentlich schon reingehen, aber ich bin eher der Fan, erst Shop und dann Itemraum. Oder also erst Shop und Itemraum vor Boss zu finden. Oh! Komm, öffne dich. Öffne dich? Hallo. Danke. Mann. Hätte sie aber Zeit gelassen gerade. Oh nee, nicht schon wieder dieser Raum. Aber die Big Beautiful Fly hat schon mal ein bisschen was weggeschnitzelt gerade. Komm. Oh, danke, Superform ist besiegt. Die auch. Schwarzes Herzchen, nice. Oh, der Mystery Sack ist gut, dass wir den haben, ey. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das explodiert. Das besiegen. Aber explodiert war ja auch richtig. Können wir mal irgendwie den Shop in den Itemraum finden? Das wäre echt ganz geil. Ich würde mich echt darüber freuen. Oh, nice. Schlüssel. Schlüssel. Oh. Zack. Noch ein Schlüssel, den holen wir uns jetzt aber nicht. Brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben 9 Schlüssel, das ist erstmal ausreichend. Vor allem, weil wir noch 2 Ebenen mit Shop und Itemraum haben. Okay, endlich Itemraum gefunden. Okay. Och, Geister sind nervig. Wir haben keinen Damage, Alter. Wir brauchen echt langsamer Damage. White Shot. Den nehmen wir mit. Wir finden irgendwie keine guten Itemräume und so, ne? Alter. Wow, sind unsere Tränke groß geworden. What? Alter, Butter. Das ist heftig. Greed. Hallo. Wenn ein Steam Sale oder so droppt, dann saugen wir den mal ein. Wir haben echt keine Space Items gefunden bisher, ne? Aber er droppt nur Münzen. Wow. Okay. Schade. Was haben wir hier? Dime. Alter, Geld haben wir echt genug, ey. Geld haben wir echt genug. So, ne, können wir jetzt zum Boss gehen. Auf zum Boss. Je nachdem, was für ein Boss ist, setzen wir einen Drowsy vielleicht ein. Ne, den können wir auch ohne einen Drowsy besiegen. Wir machen mal ein bisschen Anti-Gravity-Tears-Action. Zack. Au. Was hat mir gerade Schaden gemacht? Ich weiß es nicht. Okay. Oh Gott. 2 von denen. Oh Gott. 3 von denen jetzt sogar mittlerweile. Alter. Okay, nice. Den da besiegen. Mensch. Box mit Stuff. 2 Bomben. Was ist das? Das. Eine Health-Abbille. Okay. Fragment Double Card. Double Move. Ah, wir haben jetzt Double. Cool. Es gibt jetzt 2 Geheimräume. Macht das Trinket. Wahrscheinlich nicht hundertprozentig. Oh toll, jetzt können wir die Geheimräume nicht mehr suchen, weil Curse of the Lost. Habe ich keinen Bock, die zu suchen, ey. Wir haben echt immer noch kein Damage. Das ist echt ein bisschen doof. Bisschen scheiße ist das schon. Danke. Da sind 2 Schlüssel, das machen wir. Dann öffnen wir da oben die Kiste noch. Sprengen uns einfach durch, Bomben haben wir ja genug. Goathead ist leider nicht dabei. Schade allerdings, wäre ganz geil. Goathead wäre schon schön. Wow. Wir haben Spektraltränen? Warum? Welches Item gibt uns denn Spektraltränen?
The actual cheers. Ha. Huh. So, hier ist nichts mehr. Okay, links haben wir damit abgeschlossen. Dann gehen wir mal nach unten. Da ist ein Kampfraum. Den gucken wir uns gerne an. Oh, Spinne. Eine goldene Kiste öffnen wir. Bob's Brain. Oh, ich will's nicht mitnehmen. Ich will's nicht mitnehmen. Nein, will ich nicht. Bob's Brain tötet mich nur wieder. Ein Wunder, dass mich diese Tränen hier schon nicht getötet haben bisher. Aber Bob's Brain tötet mich noch mehr, glaube ich. Ja, Bob's Brain nehme ich nicht mit. Wir können es einsaugen. Haben Damage abbekommen. Nice, sehr geil, sehr, sehr geil. Damage Up ist super. Damage Up ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, diese fetten Fledermäuse, ey. Wir haben ein 5er Damage. Eieiei. Fledermäuse. Ah, weg. Okay, nice. Die Bomben können wir uns holen. Zack, zack. Wow, oder auch nicht. Okay, wir lassen es. Gehen wir hier lang. Okay, Schlüssel. Zack, hier kommen wir wieder normal zu unserem Raum. Genau, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nach oben. Hier ist nichts. Wow, sehr geil. Okay, haben wir das weiße Herzchen. Können wir eigentlich mitnehmen, ne? Können wir eigentlich mitnehmen. Gehen wir mal hier lang. Okay. Aua. Mann. Justice. Nice. Hier kommen wir wieder zu dem Raum. Genau, dann klappern wir erstmal hier rechts weiter was ab. Okay. Unser Damage ist mittlerweile ganz okay. Wir haben halt echt immer noch nicht so super geilen Damage. Aber er ist besser als nichts. Unsere Range ist auch wieder ein bisschen besser geworden. Geld nehmen wir gerne mit. Ah. Wow. Ein super krasser Raum. Noch ein weißes Herzchen nehmen wir mit. Dann haben wir schon mal jetzt unser weißes Herzchen komplett. Und ein blaues Herzchen. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Gut, da war hier auch gar nichts. Wir haben nichts gefunden bisher, ne? Wir haben noch keinen Itemraum und noch keinen Shop gefunden. Wir haben nur diesen Special-Raum mit Scheiße-Haufen gefunden. Okay. Gehen wir erstmal hier lang. Hier ist Mom. Moms Hand. Yeah. Danke für den Geheimraum. Sehr geil. Ultra Greed. Geil. Ultra Greed kann also schon mal nicht im Shop sein. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und den Steam-Sale nehmen wir jetzt sogar mit. Jetzt nehmen wir ihn gerne mit. Okay, geh weg. Nice. Was ist das? Telepille. Nee, wollen wir nicht. So, zack. Nice. Hier haben wir den Shop und den Itemraum. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Beides nebeneinander. Erstmal den Shop. Eine Chance haben wir noch, ne? Nee, wir haben noch zwei. Okay, wir nehmen mehr more Options mit. Das heißt, wir haben zwei Items nach einem Bosskampf. Und komm, wir haben so viel Geld, wir spenden jetzt erstmal was. Erstmal spenden. Ach ja. So, bei 200 öffnet, kriegen wir neues Dings. Genau, Store Upgrade 3. Das heißt, mehr Items im Store. Sehr cool. Ach ja. Okay. 212 Münzen hatten wir gerade. Nochmal die Chance für einen Deal erhöht. Was haben wir hier? Leo! Nehmen wir gerne mit. Jetzt können wir über Steine etc. rüberlaufen. Das ist ganz geil. Wir können mit Leo, glaube ich, sogar über rote Kackhaufen rüberlaufen, ohne dass wir Schaden bekommen. Ich bin der Meinung, das funktioniert. Müssen wir mal ausprobieren, wenn wir einen roten Kackhaufenraum finden. Kackhaufenraum. Okay, nice. Bomben. Geld. Wow. Ja, vielleicht finden wir noch Money. Money creates power. Wäre ganz cool. Oh, ein blaues Herzchen. Wir sind voll mit blauen Herzen. Nice. So, Boss Rush haben wir leider nicht erreicht. Wer hätte es erwartet? Wow. Okay, das war Damage. Aua. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die uns angreift. Oder dass die stampfen will. Und was habe ich jetzt denn gerade Schaden bekommen? What the fuck? Okay. Okay. Zack. Wow.
Arms Lipstick gibt Range ab. Was haben wir hier? Guppy-Item. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und Range Up nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Schöne Range. Ich glaube, Marms Lipstick ist irgendwie das beste Range-Item oder so. Ich habe keine Ahnung. Gibt man sich gerne. Nimmt man sich gerne mit. Marms Lipstick. Aua! Okay, wir waren doch eben mal voll mit blauen Herzen, ne? Bin ich der Meinung. Was haben wir hier? High Priests. Okay, High Priests nehmen wir gerne mit. Mit High Priests bauen wir einen Marms Fuß. Oh Gott, dass ich da nicht getroffen wurde, wundert mich. Der Damage macht auf einem Gegner. Wenn wir ihn einsetzen in einem Raum, wo keine Gegner sind, dann kriegen wir den Damage. Ist ganz praktisch, wenn man keine Bomben hat und den Geheimraum irgendwie öffnen will oder so. Nein, wieso renne ich hier eigentlich nochmal rein? Ich dachte mir gerade so, oh, ich will dieses Geld haben. Aber irgendwie war das dumm. Naja. Ja, wenn man keine Bomben hat und den Geheimraum öffnen will, ist Marms Lips, High Priests eigentlich auch ganz gut. Weil du halt, Marms Fuß zählt halt als Explosion. Und dadurch öffnest du halt auch den Geheimraum, wenn du an der Wand des Geheimraums stehst. So, wisst ihr Bescheid. Und die Womp-Ebene mit Curse of the Lost ist halt übel nervig. Wir haben eine Tier-Rate von 3, das ist übel gut, Alter. Wir haben echt eine gute Fire-Rate, muss ich sagen. Eine sehr geile Fire-Rate. Oh Gott. Nice. Und wir bekommen ein bisschen zu viel Damage, muss ich sagen. Ein bisschen zu viel. Für meinen Geschmack. Nein, oh, da ist eine Blutspur, scheiße. Das war auch dumm. Okay, okay. Unser Damage ist aber echt eigentlich ganz geil. Es können noch ein bisschen mehr sein, aber es ist eigentlich ganz okay. Okay, gehen wir jetzt mal hier nach rechts. Haben wir den Gegner, okay. Aua, warum renne ich denn gegen ihn? Wir brauchen blaue Herzen. Ganz, ganz dringend. Und ich darf nicht mehr getroffen werden. Das wäre auch sehr vom Vorteil. Alter, Butter. Okay, hier haben wir jetzt auch alles abgeklappert. Wow. Da ist noch ein Raum, okay. Gehen wir mal hier nach rechts. Leo ist halt in der Womp-Ebene ein bisschen unpraktisch, weil du halt öfter mal aus Versehen über irgendein... Wow. Aus Versehen mal über einen Stein läufst. Und die Steine in der Womp-Ebene können dir Schaden machen. Das ist der Boss, okay. Aber wir haben echt kein Leben. Aber wir könnten Glück haben, dass Guppys Collar uns rettet. Gucken wir mal, ob da der Geheimraum ist. Nein. Oh nee, auch noch die, ey. Okay, wir haben sie. Oi, oi, oi. Das ist Damage and Range. Das ist schon... Okay, ich glaube, wir nehmen... das mit. Bisschen Damage schadet nicht. Aber auch nur mit... Ach, kacke. Okay, ich hätte vielleicht einsaugen sollen. Die Sachen, aber okay. Alter, da konnte ich Glück haben, dass da keine Träne explodiert ist gerade. Heilige Kacke. Eine Batterie, okay. Was haben wir hier? Oh Gott. Da konnte ich Glück haben, dass die Big Beautiful Fly zu dem Auge geflogen ist. Okay, wir haben hier schon mal einen kleinen Mini-Schutz wieder. Okay. Ich halte die ganze Zeit die Augen nach dem blauen Stein offen, aber wir... Ich finde hier keinen. Ich finde hier keinen blauen Stein. Oh Mann, ey. Oh Mann. Immerhin sehen wir diesmal... Okay. Sehen wir diesmal, wo wir hinlaufen. Also haben kein Curse of the Lost. Sehr geil. Das ist eine Fake-Truhe da oben. Aber die Truhe öffne ich gerne. Okay. Nee, die Fake-Truhe öffne ich nicht. Den Schaden will ich leider nicht kassieren. Oder lieber nicht kassieren, so. Leider nicht kassieren, ja klar. So, komm du jetzt auch noch. Wir können uns in den Zacki-Zacki-Raum sprengen. Sehr geil. Zack. So,
Haben wir hier eine rote Kiste mit zwei blauen Herzen, ja. Oh. Immerhin, immerhin etwas. Wir haben noch die Chance, einen Devil hier zu bekommen und Satan zu machen. Okay, jetzt müssen wir warten. Komm, öffne dich. Zeig dich mir. Zeig mir dein wahres Gesicht. Okay. Nice. Rotes Herzchen nehme ich mit. Sicher ist sicher. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Zwei Schlüssel nehmen wir auch nochmal mit. Huiuiui, ey. Aber... aua. Okay. Boah. Schon wieder ein Herzchen verloren, ey. Ich hätte diese Tränen nicht mitnehmen sollen. Ich sag's euch. Obwohl sie auch echt ganz gut sind. Ein bisschen gut sind sie ja, ne? Muss ich ja sagen. Das war dumm. Warum renne ich da rein? Warum? Warum renne ich in diese Tränen? Ah, die goldene Kiste ist gespawnt, weil wir gerade da einen blauen Stein hatten. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, haben wir da einen blauen Stein oder so? Bitte, komm schon. Irgendwo. Ich sehe keinen. Was haben wir hier? Bitte, irgendwas, was einen blauen Stein droppt. Irgendwas. Blaues Herzchen droppt, meine ich. Komm schon, nein! Oder ein Item wäre auch ganz geil gewesen. Hätten wir vielleicht einsaugen können und random Stat Up bekommen können. Okay, sehr geil. Blauer Stein? Nein. Da oben? Auch nicht? Scheiße. Komm schon, ey. Irgendwo können wir noch mal einen blauen Stein erwarten, oder? Okay, haben ihn getroffen. Nice. Wie mit Damasus. Müssen wir jetzt nicht unbedingt einsetzen? Nee. Oh Gott, da wär ich fast dumm gewesen. Hätte weiter geschossen. Und dann wäre die Chance gewesen, dass wir getroffen worden wären. Durch die Explosionen. Aber zum Glück wurden wir es nicht. Okay, nice. Blauer Stein? Blauer Stein? Blauer Stein? Irgendwo? Irgendwo? Blauer Stein? Irgendwo? Nein. Mann. Okay, 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 okay. Sehr gut. Nice. Okay. Sehr gut. Komm. Aha, Doppel-Trollbomb. Mann. Okay. Puh, wir sind beim Boss. Wir sind bei Mom. Bei Moms Herz. Nicht getroffen werden. Oh Gott. Komm schon. Oh Gott. Oh, ich wurde nicht getroffen, Alter. Nee, die Münze brauche ich eigentlich gar nicht. Wir haben Smelter freigeschalten, okay. Und wir gehen zu Satan, Leute. Ich schätze nicht, dass wir Satan packen, aber ein Versuch ist es wert. Everything is terrible. Oh nein, the game just... oh nee. Das Spiel ist härter geworden. Scheiße. Ich habe doch jetzt schon Probleme, ey. Wie soll ich das denn noch schaffen? Das können wir alles sprengen. Sehr geil, blaues Herzchen. Ist hier der Geheimraum? Nein, schade. Oh Gott, ich... oh, lol, die Fledermaus hat überlebt. Oi, 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 oi. Dass das nicht explodiert ist, die Träne gerade. Oh, hä? Und was wurde ich denn jetzt getroffen? Scheiße. Mann. Okay, den haben wir. Okay. Okay, komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Nice. Puh. Was ist das? Elsbaum, nein! Mann! Warum? Das war dumm. Das war übel dumm. Aber wir haben gar Piscola. Möglicherweise werden wir wiederbelebt. Oh, The Fallen. Als ob hier jetzt noch das... oh, nee, ey.
Nein! Als ob... Bin ich gegen einen Stein gelaufen, der explodiert? Echt? Oh Mann. Okay, immerhin haben wir mal das Herz besiegt, Leute. Boah, ey. Ich bin echt bad. Ohne Witz. Naja. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir machen als nächstes mal einen Run mit Eve oder Kane. Mit Eve oder Kane. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.